Name ist Tobias Wankmüller von der Wankmüller Präzisionsmechanik GmbH. Wir sind inzwischen die dritte Generation. Wir kommen von der Hydraulikbranche. Wir machen Hydraulikventile, Servoventile im sehr präzisen Bereich, überwiegend viel Rundschleife. Und über die Jahre sind jetzt CNC-Fräse, Fünfachsfräse, Drehe dazugekommen. Solid Chem hat uns dann über die Jahre dann halt ganz neue Sachen ermöglicht. Also auf den Drehmaschinen mit angetriebenen Werkzeugen, mit Y-Achse, da machen wir inzwischen Teile, die man eigentlich auf den Maschinen mit der eigenen Steuerung gar nicht herstellen könnte. Wenn man dann mal Vergleiche fährt und wenn man genau weiß, wie das Teil gelaufen ist, und es läuft dann 5 Minuten, sage ich jetzt mal, eine bestimmte Bearbeitung, man macht dann Eye-Machining und man sieht erst eine Simulation, eine Minute, dann denkt man, na gut, okay, das kann fast nicht sein. Und wenn man es dann 1:1 rüberlädt an die Maschine, dann sieht man, dass die Simulation schon recht genau ist und dass man wirklich anstatt 4 Minuten das Teil dann nur noch 1 Minute läuft. Auch wie gesagt, wir arbeiten alles, Fräse, Drehe, Bohre, wir machen alles mit dem. Und das funktioniert anstandslos. Auch Service, PP-Anpassung, ohne Schwierigkeiten, ohne irgendwas. Was gut ist, ist die offene PP-Gestaltung, dass man auch mal selber ein bisschen Kleinigkeiten ändern kann und nicht einen Servicemann braucht. Also auch das ist ein Pluspunkt im Gegensatz zu anderen. Ganz viele Teile ist immer ganz kleine Bearbeitung, wo man mit Eye-Machining sehr einfach, sehr schnell, geschwind lösen kann. Vor allem das 3D-Eye-Machining mache ich halt mit einem Klick oder halt mit sehr wenigen Funktionen, mache ich halt eine komplette Schrubbkontur oder Schrubbbearbeitung an dem Bauteil. Das Eye-Machining-Modul haben wir aus dem Grund gekauft, weil wir einfach uns darüber lustig gemacht haben und weil wir es nicht geglaubt haben. Einfach um zu zeigen, jo, vergesst, funktioniert genau gar nicht. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, nach dem ersten Programmieren, nach dem ersten Job Eye-Machining laufen lassen, der absolute Hammer. Das Zeitsparvolumen, absolut gigantisch. Programmieren, Hammer einfach, wirklich super schnell. Standzeit vom Werkzeug, der absolute Wahnsinn. Maschinenlaufruhe bei etwas älteren Maschinen, die schon 3, 4, 5 Jahre auf dem Buckel haben. Wirklich absolute Laufruhe, alles wirklich genauso wie Solid Chem gesagt hat. Und es war einfach wirklich unglaublich. War für mich natürlich schlecht, weil ich es nicht geglaubt habe. War aber wirklich absoluter Wahnsinn. Aufgrund dessen, bei der letzten Messe, wo wir waren, außerdem ist man wieder zu uns, hat gesagt, sind jetzt 3D-Eye-Machining, sofort zugeschlagen, kauft, ein Tick besser sogar noch wie Eye-Machining, aufgrund dessen, weil das Programmieren noch schneller, noch einfacher geht. Das Zeitsparvolumen ist identisch, die ganze Strategie identisch, halt im 3D-Bereich, aber das Programmieren noch viel, viel, viel einfacher. Noch schneller, noch simpler eigentlich. Der ganze Job oder die zwei Module, Eye-Machining, 3D-Eye-Machining, gigantisch. Einfach, ja, ich weiß nicht, was jetzt noch kommt oder kommen soll. Keine Ahnung, ob sowas noch zu toppen ist.